Hallöchen, ja, ihr seht es. Mal wieder einen kleinen Haul hatten wir ja lange nicht, haha. Also zumindest von Kreativdepot hatten wir ihn lange nicht. Und vor allen Dingen, wenn ihr den seht, ist noch mal wieder fast 4 Wochen hin, denn heute ist der 4. September. Die Bestellung ist aber schon von, kann ich euch ja nicht sagen, von einer ganzen Weile. Und ich habe auch noch eine Nachbestellung, ihr seht schon, ein kleiner Teaser gemacht, weil noch eine Sache, die wollte ich unbedingt haben, die war noch nicht bestellbar oder vielmehr ausverkauft. Und ja. Jetzt erstmal aber hier von der ersten Bestellung die Kärtchen. Am Ende zählt nur die Liebe. Und ja, das ist ja auch irgendwie neu. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Immer diese Karten ist nett gemeint und süß, aber ich verwende die irgendwie nicht. Und die sind auch, naja, ist halt auch Papierverschwendung vielleicht. Aber gut, Werbung muss sein. Was ich aber ganz gut finde, ist natürlich. Die Goodies, ich zeige euch jetzt beide, weil es waren ja zwei Pakete. Einmal ist es ein Vögelchen. Und, ach, guck mal, hier ist noch eine Karte. Ja, sehr süß, aber ich mag die. Also, es gibt, glaube ich, viele Menschen, die die mögen und die auch verschicken. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, wie soll ich denn hier drauf schreiben? Das ist ja glatt. Also, ich verwende die eigentlich nicht. Ja. Und dann hier die zweiten Goodies. Das war eine größere Bestellung, deswegen gibt es da zwei. Kleine Leckerei ist dann schon mal für Weihnachten. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, ich verwende die auch selten. Die Stempel, ich muss mir das immer vornehmen. So, dann geht das los. Und zwar, wie gesagt, Bestellung Nummer 1 war eine große Bestellung. Aber das liegt daran, dass das alles Bundles sind. Ich finde es ja sehr schön, dass die jetzt Bundles haben. Also Stempel und Stanzen dazu, weil ihr wisst vielleicht, dass ich nicht gerne ausschneide oder das auch immer nicht kann. Jetzt habe ich das schon zerstört hier, glaube ich. Also wie gesagt, das gibt es auch jeweils einzeln. Wer also gut ausschneiden kann, kann auch nur ein Stempelset bestellen. Ich habe das immer irgendwie abgelehnt, weil ich habe auch zwei Handschuhe von Stampin' Up. Also ich habe mir noch dieses eine Set da bestellt, wo die Handschuhe drin sind. Aber da habe ich festgestellt, dass es nur ein Rechter ist und die sind auch viel größer. Ich finde die eigentlich echt süß. Auch schön zu nutzen, um Adventskalender eventuell zu verzieren oder kleine Geschenke. Und dazu passend, wie gesagt, die Stanzen. Ich weiß noch nicht, ob ich die heute jetzt gleich im Video ausprobiere. Dann habe ich mir bestellt, die habe es irgendwie nicht als Bande oder ich habe das nicht gefunden, auf diese Sprüche. Also die habe ich mir immer 100 Mal angeguckt. Ich habe ja schon Millionen Sprüche eigentlich von diversen Herstellern. Aber irgendwie wollte ich die dann doch haben. Also wie gesagt, das sind eben die. Das Set heißt abstrakte Mohnblumen? Nee. Da haben sie aber was falsch verpackt, wa? Das heißt nicht abstrakte Mohnblumen. Das ist deren Sprüchestempel. Naja, gut, siehst du, habe ich noch gar nicht gemerkt. Aber ich habe mir, wie gesagt, das Paket liegt hier schon seit 8 Wochen oder weiß ich wie lange. Und das ist eben, das sind die passenden Stanzen dazu. Muss ich direkt mal gucken, ob das auch alles dann passt. Ja, finde ich aber schön. Das ist genauso wie das Set von Kulricke. Dass man das sich vorstempeln kann und ausstanzen und das sich, ich muss mir da mal so eine Schachtel dann zurechte machen und da habe ich dann eben immer Sprüche parat, sage ich jetzt mal so. Und ich finde das so schön, dass das, also ist ja auch was schön, wenn man so gerade Sprüche hat, wie diese Blöcke hier, aber das ist halt so schön, weil die Stanze das ja so schön ausstanzt. Mache ich ja auch manchmal mit der Schere, aber ja, wie gesagt, die Stanz, ich finde einfach, die Stanz sieht immer besser aus und ich finde das auch, ich habe auch immer überlegt, ob ich einen Plotter haben will oder so, aber ich will das nicht. Ich kriege oftmals jetzt von Bekannten und Verwandten und so geplottete Sachen und ich finde das einfach nicht schön, weil beim Stanzen entsteht ja immer so eine Wölbung und das ist beim Plotter ist das immer so ganz plan und so scharfkantig. Das gefällt mir einfach nicht. Gut, dann habe ich mir hier bestellt diese Blümchen. Wie gesagt, nach wie vor finde ich das ein bisschen doof, dass auf den Stanzen jetzt nicht der Name steht. Deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen. Ich glaube, die heißen Dudelblumen oder so. Das ist ja total süß, weil die so eigentlich Outlines nur sind, die ausgestanzt sind. Finde ich total schön auf Karten sowie auch auf Alben. Dann genau das gleiche ist dieser Blütenkranz. Also haben sie ja jetzt diverse, auch eben mit Schleife und so, aber den fand ich irgendwie sehr schön und dezent. Also das ist auch nur eine Outline im Prinzip. Muss ich mal gucken, wie ich das dann verpacke.
also weglege, lagere. Ich habe ja eigentlich diese Hüllen und Magnetplatten oder eben auch nicht. Ja, und dann, deswegen ist die Bestellung groß geworden, habe ich mir von Stamp Market diese Pillowbox bestellt. Ich habe schon eine Pillowbox-Stanze von, ich glaube, die ist von Sizzix mit einem Weihnachtsstern, aber die hat halt diese normale Größe. Und ich habe gesehen auf Instagram oder so, dass in diese auch eine Rittersport drin passt. Ich habe jetzt leider keine da. Also wie gesagt, das Video wird ja wahrscheinlich über 2 Tage gehen. Vielleicht kaufe ich morgen noch eine und wir können zusammen diese Verpackung machen. Also wie gesagt, die ist halt echt groß. Das fand ich irgendwie schön. Kreativdepot selber hat ja auch eine Pillowbox-Stanze, aber die ist, glaube ich, nicht so groß. Also die ist 10 mal 11,5, ja, und dann eben noch dimensional, sag ich mal so 2-3 cm. Das ist schon ordentlich groß. Das fällt mir sehr gut. Kann man dann auch schön mal was einpacken. So, und das dritte, oder das letzte, glaube ich, aus dieser Bestellung ist jetzt das, das ist A für Karten, für Kerzen. Das fand ich total schön. Ich habe ja letztes Jahr für mich, glaube ich, Kerzen gemacht. Ich habe euch das, glaube ich, nur gezeigt, die Kerze. Da habe ich halt ganz normale Stempel verwendet, die ich so habe. Aber die waren alle so eher Querformat, also dass man das nur so lesen konnte. Und die sind hier ja Hochformat. Und ganz besonders schön finde ich das. Falls ich das nicht schaffe, für meine Freundin so einen Adventskalender zu basteln dieses Jahr, dann mache ich das einfach über die Kerzenschiene. Vielleicht mache ich dazu auch ein Video mal, wie man das aufbringt. Ich mache das ja eigentlich mit Wasserschiebefolie. Fand ich irgendwie am besten. Man kann das auch mit so einem Seidenpapier wohl machen und so. Hatte ich auch probiert, aber das war nicht so meins. Ja, unabhängig davon kann man das natürlich auch das hier und das, eigentlich alles, auch genauso das auf Karten verwenden. Und vor allen Dingen das habe ich häufiger gesehen. So was Ähnliches gibt es auch bei Alexander Renke, ein bisschen größer. Kann man auch schön als Kartenhintergrund oder Detail verwenden, habe ich auch gesehen bei Instagram teilweise. Die Ideen sind ja echt immer ganz nett, die sie dann zeigen. So, jetzt kommt die zweite Bestellung. Da konnte ich dann, also da habe ich eigentlich, ich habe hier diese Bundle mit den Stanzen. Das ist ja wirklich ein Bundle. Da weiß ich auch genau, das Bundle kostet 18,95. Das ist im Prinzip das gleiche wie dieses andere Schriftenset. Also wie das. Nur, dass Stanze und Stempel wirklich als Bundle erhältlich sind. Und das waren irgendwie 18,95 und das finde ich einen super Preis, wenn man bedenkt, dass das eben Stanzen und Stempel sind. So, nur habe ich das auch eben als für Weihnachten. Also nicht nur für Weihnachten, weil ihr seht hier Wunscherfüller und Gutschein, also für Geld und für Gutscheine. Und ansonsten, wie gesagt, himmlische Feiertage, fröhliche Weihnachten und frohes Fest. Und dazu passend eben die Stanzen. Also das wurde dann irgendwann, war das dann wieder bestellbar. Also die waren ja ausverkauft. Und dann, naja, wie das so ist, zum gleichen Zeitpunkt kam wieder, ich musste das irgendwie mal abbestellen. Die bringen ja jede Woche neue Sachen raus. Das finde ich, ehrlich gesagt, ist das natürlich sehr schön und gut für die. Die leben davon und haben einen mega Umsatz sicherlich dadurch immer. Aber Leute, das wird langsam zu viel. Ihr seht ja, ich habe das bestellt und das liegt hier wochenlang rum. Ich denke mal, da bin ich nicht alleine mit. Ich muss mich da einfach irgendwie zügeln, aber ist nicht so einfach. Gut, und dann habe ich das gesehen. Das ist ein sehr teurer Stempel, aber ich finde den echt gut. Weil ich habe natürlich auch Zahlen und natürlich kann man sich so eine Schilder auch selber machen. Aber ich finde es so toll, dass jede Zahl anders ist. Und das habe ich einfach nicht und das möchte ich auch nicht. Ich möchte nicht 1000 verschiedene Zahlenstempel haben, weil man das ja auch eigentlich nur immer im Jahr verwendet. Wobei ich mir vorstellen kann, dass man das, also die Zahlen, wo nichts groß drauf ist, zum Beispiel 18, ne, könnte man auch zum 18. Geburtstag nehmen, wie ich finde. Oder 21, das sind ja so Geburtstagszahlen, wo im Leben von Jugendlichen ja auch ein bisschen so zum Erwachsensein geht und was man ein bisschen mehr feiert. Ansonsten, wo sind die 20 hin eigentlich? Die 20 sehe ich gar nicht. Ach doch, genau, hier ist auch die 20, die kann man dann auch nehmen. 30 ist natürlich nicht dabei, aber 10, die 10 ist wahrscheinlich auch ohne. Das haben die vielleicht auch extra so gemacht. Also die kann man auch, wenn jetzt nicht, wobei man auch Sterne zum Geburtstag, also man könnte die auch als Geburtstagszahl nehmen, finde ich. Aber eben auch als Adventszahl. So, lange Rede, kurzer Sinn. Und dann habe ich mir noch, das, da musste ich mich auch arg zusammenreißen, aber
Ich habe ja eben, wie gesagt, genug Papier, vor allen Dingen von Action, aber eben auch von Alexander Renke noch oder von der Überraschungsbox von Dani Preuß. Und deshalb habe ich mir nur einen von diesen Bögen bestellt mit diesem Tierchen drauf, weil ich das so schön finde. Eigentlich hätte ich den doppelt bestellen müssen, weil das ist ja in 0, nix machst du hier eine schöne Slimline-Karte. Und das werden wir vielleicht jetzt auch gleich im Anschluss machen. Aber ich räume jetzt erstmal hier ein bisschen weg, überlege mir was für euch. Also wie immer natürlich gibt es auch ein paar Anregungen und ich schau mal, was wir hier verwenden. Aber vermutlich, wie gesagt, damit mache ich vielleicht eine Karte. Irgendwie mit den Sprüchen in Kombination mit dem Ding. Und wahrscheinlich werde ich die Stanzen mal ausstanzen für euch. Okay, ihr seht mich gleich wieder und ich mache jetzt erstmal Sport. Und dann bastle ich weiter. So, ihr Lieben, aufgeräumt sieht es nicht aus, aber jetzt ist es auch nicht gerade nach dem Sport, sondern genau 4 Tage später. Ich hatte nämlich irgendwie keine Lust, das Wetter war noch so schön. Und heute regnet es Blasen und das ist auch ein bisschen kalt geworden und deshalb kann man jetzt auch mal Weihnachtskarten machen. Naja, wie auch immer, ich habe jetzt die letzten Tage halt mir viel Zeit für mich genommen, habe aber nebenbei immer ein bisschen gebastelt. Also ich habe hier alles schon liegen, was ich euch dann zeige. Direkt jetzt vor der Kamera basteln war eigentlich nur diese Karte jetzt nochmal. Und zwar habe ich mir, wie gesagt, diesen Bogen mit den vorherfertigten Bildern ausgeschnitten teilweise. Und dann habe ich hier eine einfache Grundkarte und einen wunderschönen Embossing-Folder. Den habe ich von einer Freundin bekommen. Und der ist echt super hübsch. Und ich dachte, das ist der perfekte Hintergrund. Denn ich finde, man kann super hier mit... ich muss mir erstmal wieder einleben nach 4 Tagen. Man kann hier super schnelle Karten mitmachen. Und zwar diese, also wie gesagt, schön ist halt ein geprägter Hintergrund. Habt ihr sowas nicht, würde das auch reichen, wenn ihr einfach ein Papier ausstanzt. Es gibt ja auch Papiere, die sind schon geprägt oder haben eine Struktur zum Beispiel. Oder, das habe ich auch mal irgendwo gesehen, man kann auch mit einem Falzbrett, aber ich glaube, wer ein Falzbrett hat, hat auch eine Stanzmaschine. Aber mit einem Falzbrett kann man auch zum Beispiel senkrechte Streifen in ein Papier prägen sozusagen. Also da gibt es Möglichkeiten. Oder wie gesagt, ihr schneidet euch einfach einen rechteckigen Aufleger auf. Wie gesagt, der ist hier nur minimal kleiner, also als die Karte. Meine Karten sind ja immer 10,5 x 14,5 und der Aufleger wird so 10,2 x 14,3 sein oder 2 oder so. Das müsst ihr euch ausprobieren. Ich habe das auch Pi mal Daumen zurechtgeschnitten. Dann habe ich hier noch ein bisschen Washi-Tape. Und da ja mein Washi-Tape ist ja immer uralt, weil ich das so selten verwende, aber ich dachte, hier ist jetzt mal der Moment. Und dann nehme ich mir ein bisschen Klebeband oder wie gesagt, ich habe ja hier so einen Kleberoller und mache das jetzt hier quer rüber, damit dann hier mein Washi-Tape auch halbwegs hält. Ansonsten, wie gesagt, einfach. Ihr könnt da genauso gut auch Band nehmen oder ein anderes Washi-Tape. Aber ich fand jetzt hier in dem Fall, wie gesagt, das sind sehr schlichte, einfache, elegante Karten jetzt, wie ich finde. Und ja, da ist dann Gold eigentlich die beste Wahl. Dann, wie gesagt, das Motiv. Ich überlege gerade, ob ich mir die Ränder ein bisschen einfärbe. Bräuchte man dann auch mal, habe ich doch bestimmt, einen dunkelbraunen Stift. Das ist jetzt hier ein Aquarellmarker. Da kann man sich so ein bisschen, wenn man die Ränder, also vorsichtig, dass man nicht abrutscht und den ganzen Aufleger versaut, wenn man so ein bisschen die Ränder halt einfärbt, dann hebt sich das besser vom Hintergrund ab. Ich glaube, ich bin jetzt wieder nicht in der Kamera. Hat mich auch ein bisschen abgehalten, hat dieses Video fertig zu machen oder mehr vor der Kamera zu machen, das ist jetzt schon abends wieder dunkel war und bis ich dann so, also wenn ich Frühschicht habe, dann komme ich zwar nach Hause so und dann chill ich immer noch ein bisschen auf der Couch und ja, manchmal mache ich dann, wie gesagt, Sport habe ich jetzt auch viel gemacht und so und dann, wie gesagt, bis ich dann so weit bin, dass ich Lust habe zum Basteln, dann ist es schon jetzt so schummerig und ich muss mich da auch wieder jetzt ein bisschen dran gewöhnen, meine Augen sind nicht mehr die besten, ich sehe dann auch so schlecht und ich finde, das Licht auch, ist dann so nicht so schön fürs Video. Naja, gut, aber das nur so am Rande. Dann würde ich das auf jeden Fall, also ihr könntet jetzt einfach schon, überlege jetzt gerade, nee, aber ich setze das erhöht auf, finde ich irgendwie schöner.
Ja, und dann ist die Karte, wie gesagt, fertig. Klar, ihr müsst, aber ihr müsst ja nicht prägen, aber ich finde halt, das ist echt, ich liebe ja Prägefolder. Ich habe es in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, aber jetzt weiß ich nicht, ob es zum Winter hin dann wieder mehr wird oder was. Aber es ist halt eine schlichte, schöne Sache. Man kann dann schön, ihr seht ja, meine Karte ist ja vorwiegend weiß. Kann man schön Ton in Ton arbeiten. Das ist, also ihr könnt ja auch braun machen oder rot oder wie auch immer. Hat einfach eine Farbe aus dem. Muss ich jetzt wieder hin, mein Falzbein. Eine Farbe aus dem jeweiligen Motiv hier auswählen. Also braun wäre noch vielleicht schön. Ja, aber wie gesagt, ich mag es ja hell, ihr wisst. Irgendwann hat mir auch eine Abonnentin geschrieben, sie findet, sie muss das auch mal ausprobieren mit Weiß, weil die Farben dann strahlender sind. Ja, und das finde ich halt auch irgendwie immer. Ich bin auch eher der helle Typ. Also ihr könntet jetzt auch schräg aufbringen oder so nach unten versetzt. Aber bei mir wird es mittig, weil ich ja hier mein geprägtes in der Mitte habe, dass man das nicht sieht. Und ich fand das auch mal ganz schön mittig, ihr wisst ja. Ja, und dann einfach die ganze Sache aufkleben. Auf die Karte und fertig ist es. Ist das Ding. Strauß hier. Fertig. So, also Karte. Fertig. Ich habe in dem Stil noch welche gemacht, die zeige ich euch gleich. Aber die andere Idee war noch, natürlich sind es ja auch Motive hier, das zum Beispiel ist ja so als Geschenkanhänger und da habe ich mir jetzt einfach ein Quadrat ausgestanzt mit diesen gestreiften Dings und auch geprägt. Und hier habe ich das Herz auch ausgestanzt. Dann würde ich jetzt noch sprenkeln. Mit Gülden oder mit Braun würde auch gehen oder vielleicht auch Rot. So schön wieder in meinem Gesicht gelandet, das Ganze. So, das muss natürlich jetzt erstmal trocknen. Wenn ihr das schnell haben wollt, dann lasst ihr die Sprenkel einfach weg. So, während es trocknet, habe ich mir nochmal hier so ein. Also, das sind die gleichen Tags. Wie gesagt, die Tags habe ich hier mit ausgestanzt. Das ist von Crealease. Ich habe eigentlich unten in der Infobox immer so ein paar Links, wo ich Sachen, die ich verwende, verlinke. Genauso gut findet ihr da unten auch meinen Zugang zu den Dingen, die ich auf eBay Kleinanzeigen verkaufe. Also wer da mal schauen möchte, ich meine, ist nicht immer aktuell, weil ich nicht immer Zeit habe, aber ich versuche alles, was ich loswerden will, da einzustellen. Auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich mir für die Gegenseite, weil das, hier kann ja kein Mensch drauf schreiben, möchte ich den dann dagegen kleben und da habe ich gedacht, kann ich ja mal, also eigentlich sind die, ich habe die hier auch ausgestanzt schon, die Sprüche und auch teilweise schon verwendet. Aber ich dachte, hier kann man ja super auch mal so den Stempel verwenden. Ist ja jetzt nicht nur dazu gedacht, wie gesagt, den auszustanzen. Manche haben sich vielleicht auch nur das Stempelset bestellt. Ja, also stempel ich hier hinten nochmal frohes Fest drauf. Ich glaube, das klappt jetzt auf Anhieb. In Braun hier. Das ist wieder mein. Hier sieht es schon wieder aus, zeige ich euch. Aber so ist es. Scheiß drauf. Ja, könnt ihr mir ja mal schreiben. Also ich glaube, wenn ihr dieses Video seht, Problem mit den Stanzen, das kann auch schnell verloren gehen. Wird es sicherlich so sein, dass der ein oder andere von euch schon, hier wieder rumfliegt, von euch auf jeden Fall schon weihnachtlich bastelt. Denn also jetzt ist, heute ist der, warte mal, sechste, siebte, siebte, das hier auch mal umfüllen wieder. Der 7. September. Und das Video kommt nicht vor Oktober, glaube ich, hier raus. Ja, vielleicht Mitte September. Aber ich habe jetzt echt schon, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, irgendwie einen schönen Flow gehabt. Also kein Flow, der mich beißt, sondern Bastelflow. Flow in Englisch. Und habe echt schön vorproduziert. Deshalb werden jetzt so die Sachen sehr zeitverschoben kommen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber ich glaube, wie gesagt, im Oktober, dann Richtung Oktober, da fangen die ersten dann auf jeden Fall an zu basteln für Weihnachten.
Und dann passt das ja hier auch mit dem Haul. Die Sachen sind ja jetzt hier auch überhaupt nicht mehr neu, aber das ist vielleicht manchmal bei Kreativdepot auch ganz gut. Weil wie gesagt, mit der Schrift war es ja bei mir so, wo die dann rauskamen, war die wieder ruckzuck ausverkauft, hier fröhliche Weihnachten. Und jetzt dann war die halt wieder vorrätig, hatte ich mir halt, das kann man bei denen eben auch machen, dass wenn ein Artikel gerade nicht verfügbar ist, also ausverkauft oder so, dann heißt es nicht unbedingt immer, dass er wirklich ausverkauft ist, sondern dass er wieder in den Shop kommt. Da kann man sich so eine E-Mail-Benachrichtigung da schicken lassen. Also entweder ganz gerade, aber ich dachte, können wir heute mal ein bisschen schräg aufkleben. Dann muss man natürlich noch ein Löchlein reinstanzen, weil ich jetzt schon wieder nicht weiß, wo meine Crocodile ist. Aber ihr könnt auch einfach ein Locher nehmen, das ist völlig wurscht. Ich nehme mal meine Crocodile. So, hat die Frau gefunden. Und wie gesagt, jetzt mal schon mal Löschle rein. Überlege gerade, ich nehme das kleine hier nur. Also einfach in der Mitte ein Loch. Wie gesagt, und so könnt ihr ja, man zeigt wahrscheinlich wieder nicht drüber nachgedacht hier. War doch. Mein Schriftzug hier wegmache. Und dann habe ich hier so ein bisschen Baker's Twine. Der ist hier von Alter schon. Professimo DM ist das. Oh, da könnt ihr ja was überhaupt nehmen. Und dann jetzt da ja nirgendwo rot dabei, aber ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Glitzer aufsetzen, weil ich finde Weihnachten ohne, also Glitzer geht ja generell, ohne Glitzer geht ja generell wenig, aber ich dachte, damit man das Band dann doch ein bisschen aufgreift, habe ich doch irgendwo, wenn ich es denn finde, eigentlich rote von die dann wieder hin verkramt. Die oder eigentlich habe ich diese Dreier. Ja, ich war verbummelt. Ich habe eigentlich diese. Ja. Ach, dann nehmen wir doch die hier, oder? Die kleinen. Haben wir einen schönen Tag. Bisschen lang geworden. Ja, vielleicht wäre ein goldenes Band dann schöner, aber das kann man ja dann individuell gestalten. Also haben wir schon den Tag. Die Karte. Und ich habe noch 1000 andere Karten, die ich euch gleich zeige. Aber eigentlich habe ich noch eine Idee mit dem nächsten hier eine Karte. Und zwar eine sehr schnelle Karte. Ich muss hier nochmal ein bisschen anpassen. Zeig mir die beiden. Das ist eben auch aus diesem Blatt rausgesucht. Und eigentlich dachte ich hier mit diesen Stempeln. Das sind ja im Prinzip auch Hintergrundstempel. Und da könnten wir uns ja einen kleinen Hintergrund stempeln. Obwohl, nee, das machen wir mal ein andermal mit dem Set. Da ist so viel drin. Nee. Die andere Idee war halt einfach, wie gesagt, eher eine schnelle Karte. Also die beiden Dinger da ausstanzen und dann hier ein bisschen wischen mit Braun, wenn ich den Braun finde. Orange halt hier. Einfach mir eine Schablone rausgesucht, die ich denke, die vielleicht ganz gut passt. Hier geht es ja nur darum, den Hintergrund etwas spannender zu gestalten, also dass es nicht nur eine weiße Fläche ist. Schon wieder geschmiert und dann kann man das einfach hier aufkleben. Aber meine Idee war noch, da ich ja die Crocodile habe, dass ich mir hier so was wie ein Tag-Dings mache. Und zwar halte ich mir die hier so übereinander
und loche mir jetzt hier oben was rein. Und dann habe ich hier so eine Öse. Ich habe die mal geguckt bei Amazon. Ich hoffe, das klappt jetzt. Da ist hinten auch noch so ein Verschönerungsding dran. Aber wahrscheinlich mag das wieder falsch. Oh. Meiner Duft sowieso nicht, wa? Also wie gesagt, mit einer Öse einfach verbinden. Ich finde, das hat dann ein bisschen was. Da machen wir dann natürlich gleich noch auch ein Band durch irgendwie oder so. Goldenes oder mal schauen. Jetzt muss ich das erstmal hier hinkriegen. Na Leute, klappt nicht so, wa? Tja, irgendwie. Egal, es kommt ja, sieht man ja nicht. Also jetzt habe ich hier die Öse. Und dann wieder Dingens. So, ihr Hasen, ich habe das jetzt mal schnell gemacht, weil ich klebe jetzt im Prinzip nur doppelseitig Formtape auf meinen Tag und richte den so ein bisschen aus. Und dann suche ich mir Band raus und dafür brauche ich eine halbe Stunde, bis ich dann die Schleife hinkriege, weil das ist, das habe ich glaube ich auch mal bei Kreativdepot bestellt. Und das ist so fest, also es ist so wie ein bisschen wie, als ob da Draht drin wäre, was das aber nicht ist. Und deswegen, ja, fummel ich mir da eben zurecht. Dann wollte ich eben auch wieder. Aber nee, brauche gar nicht hinstempeln, macht da keinen Sinn, wa? Macht da keinen Sinn. Ach, dann mache ich noch Folgendes, dann nehme ich das hier noch. Und zwar wieder diese die Sterne. Und stempel da noch was hin, dann sieht das auch ein bisschen spannender aus. Und zwar versuche ich diesen Pullover aufzugreifen. Ich hoffe, dass es zimtbraun ist. Mal schauen, ob das klappt, aber sieht erstmal gut aus. Chaos Braut hier. So habe ich auch mein Fehler hier überdeckt. Ja, sieht irgendwie cool aus, oder? Also ihr seht, ich hatte eine grobe Idee. Ne? Ah. Und dann habe ich einfach gemacht. Das ist sowieso meine Empfehlung. Einfach mal anfangen. Da kommt manchmal auch Mist raus, aber meistens am Ende auch was jüdet. Aber irgendwie denke ich, hier ist auch nur so leer. Wo ist denn meine Schablone? Schleife ist ein bisschen blöde, aber da könnt ihr ja schönes Band nehmen. Ja, und wie gesagt, fix und schnell fertig war, so ich sagen. Voll schöne Karte. So, Leute, ich finde, es war auch wieder vor der Kamera eine ganze Menge. Ich mache mal hier ein bisschen Plötzchen. Also wie gesagt, ihr habt gesehen, ich habe mir hier die schon vorher stand, die habe ich jetzt hier liegen und wenn ich bastel, kann ich die darauf zugreifen. Und ja, jetzt kommt noch das, was ich sonst noch so gebastelt habe. Also wie gesagt, unsere Karte, die erste mit diesem Hintergrund, die gleiche habe ich nochmal gemacht mit einem anderen Prägefolder, der ist von Stampin' Up, ein alter, den habe ich mal im Ausverkauf gekauft.
Und da habe ich einfach nur ein bisschen Band noch. Der Aufleger ist ein bisschen kleiner. Also wie gesagt, ihr seht, mit jeder Art von Aufkleber geht es, weil der ist überhaupt nicht weihnachtlich. Dann haben wir hier unsere Karte, unseren Tag. Dann habe ich noch hier so eine Art Trauerkarte. Ne? Also man muss ja nicht immer aufrichtige Anteilnahme, aber das kann man ja reinschreiben. Sehr schön hell. Ich mag es nicht, wenn so Trauerkarten so trist sind. Aber mit so grau ist es total schön. Und hier ist es eben auch einer der Sprüche. Dann habe ich hier, die hat mich ein bisschen Nerven gekostet. Ich wollte ja unbedingt diesen Stempel. Also diese Karte besteht nur aus diesem Set mit den Kerzenstempeln. Die sind ja eigentlich für Kerzen gedacht. Steht das eigentlich auch drauf? Bordüren heißt das, aber ja, Bordüren eben auch. Da habe ich eben wieder auch, ich mag ja total gerne dieses Ding, habe ich ja hier auch verwendet. Die habe ich aber hier in Borst. Und ich hatte zuerst alles auf einer Fläche hier. Also diese ganzen, und das sah irgendwie doof aus. Ja, und dann habe ich es mir hier so zusammengestückelt. Und wie ihr hier oben seht, passt das auch nicht richtig. Habe ich irgendwie nicht richtig vermessen, also nicht aufgeklebt, wie ihr seht, falsch. Und deswegen habe ich hier oben noch die Schleife drüber, aber irgendwas hat sich dann so getan. Und hier war dann noch so leer. Und dann habe ich einfach aus diesem, das ist übrigens eben aus diesen Weihnachtsminis. Der ist sowieso mein Liebling da draus. Den finde ich auch total schön. Jo, ist dann diese Karte entstanden. Deswegen ist die auch so ein bisschen verknickt. Die ist dann gemattet mit Rot und mit Gold, weil damit Gold sich hier wiederfindet. Jo, so was Weihnachtliches. Dann kommt jetzt noch was nicht Weihnachtliches. Und zwar hatte ich ja gesagt, mit diesem Set für den Adventskalender kann man auch super Karten für die Volljährigkeit oder was auch immer machen. Da habe ich jetzt hier mal für ein Mädchen. Das Papier ist von Alexander Renke noch. Hier sind auch die Doodleblumen, die ich auch bestellt habe bei Kreativdepot. Die habe ich hier aufgeklebt. Rechteck ist auch wieder ausgestanzt. Und hier ist, wie gesagt, einfach nur die 18 mit das ist Espresso, aber bei der zweiten Abstempelung. Und fertig. Ja, und dann meine wirklich schwierigste Karte ist die hier. Ich habe mir ja diesen Kreis bestellt. Der hat ja 8,95 gekostet. Ich hinterher jetzt erst zu sehen. Also vielmehr. Ist mir erstmal bewusst geworden. Und ich muss euch sagen, mit dem Stanzteil kam ich nicht klar. Da habe ich ewig gebraucht, um da irgendwas hinzukriegen. Und ich bin auch jetzt noch nicht wirklich zufrieden mit der Karte. Also schon mit dem Ganzen, mit der Farbzusammenstellung und so. Und das ist auch, ihr seht es hier, eine Funfold-Card. Aber ey, bis ich da irgendwie eine Idee mit diesem Kreis hatte, der sah immer so verloren aus. Und das ist halt, es gibt noch so einen Kreis mit so einem Schleifchen dran. Das hat mich immer inspiriert bei den, ist ja immer so, man kriegt dann so ein Video von Charlies Mama oder sonst wem. Kreativi gucke ich auch immer noch oder eben auf Instagram. Und dann sieht man das und denkt, oh ja, ist irgendwie schön war. Und dann bestellt man sich das auch. Und schon bei der Schleife, also zuerst kam ja der Kreis mit der Schleife raus, habe ich überlegt, nimmst du den? Dann habe ich gesagt, ach nee, eigentlich nicht. Und dann habe ich den gesehen und gesagt, doch, der ist toll. Und dann, wie gesagt, habe ich den jetzt hier zu Hause und aber das kennt ihr ja bestimmt auch. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Also das war wirklich eigentlich, naja, ein Fehlkauf, sage ich jetzt mal so. Ne? Da muss ich mal sehen. Vielleicht für Scrapbooking noch, aber da habe ich ja jetzt auch schon so eine ganze Menge. Und ja, vielleicht sollte man die Schleife aufmachen. Naja, also die Schleife habe ich eigentlich nur rumgebunden, damit die Karte nicht aufploppt. So, und dann zu guter Letzt habe ich natürlich die Schachtel ausgestanzt. Das habe ich hier einfach mit Aquarellpapier gemacht von Action. Dafür ist das echt super geeignet, weil das auch nochmal so ein, naja, das ist ja so ein bisschen rau. Ich finde, das macht einen schönen, edlen Eindruck. Und die Stanze habe ich eben einfach so verwendet, wie hier auch gedacht ist. Ich habe das eben einfach ausgestanzt. Die Buchstaben fallen natürlich raus, die habe ich noch. Dann habe ich hier wieder diesen Hintergrundstempel verwendet, so wie ich das eigentlich wollte. Ein bisschen gesprenkelt mit der gleichen Farbe hier innen. Das ist einfach auch nur Papier dahinter geklebt. Die Ränder noch ein bisschen gemattet und ich kann euch sagen, ich habe es ausprobiert, da passt tatsächlich eine Ritter Sportschokolade rein. Deswegen habe ich das dann eben auch mit dem Dankeschön-Spruch verziert. Ja, finde ich eine super schöne Sache. Wenn man das Ganze jetzt in blauen Farben macht oder dunkleren, kann man das auch super schön einem Mann schenken oder jemand, der eben nicht so auf rosa und weiß ich nicht was steht. Und ja, ich glaube, das war das. Ich finde, das reicht auch aus. Habe ja auch eine Woche gebraucht oder 4 Tage. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch inspirieren. Ich dachte, kicke mal.
Ist jetzt fertig und ja, jetzt als nächstes, also ich gehe jetzt erstmal noch spazieren, obwohl es geregnet hat. Jetzt hat es nicht aufgehört und danach, weil es ja so schön kalt heute ist, habe ich eigentlich ein bisschen Lust auf Weihnachten. Wir schauen mal. Okay, ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Wünsche und Meinungen in die Kommentare und ja, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, Nachmittag, Morgen, Nacht, was auch immer jetzt kommt, ich habe irgendwas vergessen. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.